Es war einmal in der schönen Stadt Argos ein reicher und mächtiger König, der alles besaß, was sich ein Mensch nur wünschen kann. Macht, Ruhm, Gold, Ehre, es fehlte ihm an nichts, an fast nichts. Was ihm fehlte, war ein Sohn. König Akrisios beschloss, zum Tempel von Delphi zu reisen, wo die Pythia die Zukunft voraussagte. Vielleicht hatte er vergessen, dass vor Orakeln gewarnt wird. Was muss ich tun, damit ich einen Sohn bekomme? Fragte Akrisios. Wie immer antwortete das Orakel nicht direkt auf die ihm gestellte Frage. Du wirst eine Tochter haben, antwortete die Pythia. Und diese Tochter wird einen Jungen gebären. Auch gut, dieser Enkel wird ihm dann auf den Thron von Argos folgen. Erleichtert will Akrisios schon wieder gehen, als die Pythia plötzlich ergänzt: Und dieser Junge wird dich töten, sobald er erwachsen ist. Akrisios ist entsetzt. Einige Monate später bringt seine Frau, die Königin, eine Tochter zur Welt. Sie wird Danae heißen, zu Ehren von Danaos, dem Gründer der Dynastie, und seinen 50 Töchtern, den Danaiden. Zeus hatte die Danaiden in den Tartaros verdammt, zur Strafe für den Mord an ihren Ehemännern. Dort unten, in den heißen Dämpfen der Hölle, schütten die Danaiden Wasser in ein Gefäß ohne Boden. Und das bis in alle Ewigkeit. König Akrisios könnte Danae mit eigenen Händen ermorden, aber der Fluch der Götter würde schrecklich sein. Er tut es nicht. Danae wächst heran. Mit 15 Jahren ist sie die hübscheste im Königreich Argos. Natürlich stehen die Bewerber am Hof Schlange. Jeder möchte sie heiraten. Akrisios plagt die Prophezeiung des Orakels von Delphi. Er will nichts von einer Heirat wissen. Nein, er hat sogar oft gebetet, seine Tochter möge eines natürlichen Todes sterben. Eines Tages zögert er nicht länger. Er veranlasst den Bau eines riesigen Turms, in dem er ein ummauertes Gefängnis mit einer Decke aus Bronze einrichten lässt. Als der Turm fertig ist, fordert er Danae und ihre Amme auf, ihm zu folgen. Keine von beiden ahnt, welches Schicksal sie erwartet. Die beiden Frauen betreten den Turm. Die schwere Tür schließt sich. Danae stößt einen Angstschrei aus, der verhallt. Akrisios atmet auf. Er glaubt, damit sei alles geregelt. Doch er täuscht sich. Was den Menschen verborgen bleibt, entgeht nicht den Blicken der Götter. Vor allem nicht den Augen des Zeus. Schon längst hat der König des Olymp Danaes Schönheit bemerkt. Er ist in sie verliebt. Zeus ist immer verliebt. Es freut ihn, Danae in ihrem bronzenen Gefängnis zu sehen. Das ist der ideale Moment für seine Eroberung. Allerdings wird sich Zeus verwandeln müssen, denn er weiß, dass es für die Sterblichen den Tod bedeutet, einen Gott in seiner göttlichen Erscheinung zu sehen.
Ob Stier, Schwan, Adler oder Schlange, die Metamorphose ist für Zeus nichts Neues. Diesmal verwandelt er sich in Regen. In einen Goldregen, der durch die Spalten des Turms rinnt, durch die Mauern und sanft auf Danaes ruhendem Körper landet. Die junge Frau wird davon wach. Der ganze Raum ist hell erleuchtet. Goldene Tropfen fallen von der Decke. Sie rätselt. Sollte das vielleicht... Neun Monate vergehen. Ein Junge kommt zur Welt. Danae gibt ihm den Namen Perseus. Aus Angst vor dem Zorn des Vaters versucht sie, das Kind zu verstecken. Aber sein Schreien ist nicht zu überhören. Verdutzt begibt sich König Akrisios zu dem Turm. Da schreit ganz klar ein Baby. Akrisios lässt die Tür öffnen. Tatsächlich, er hat sich nicht getäuscht. Da ist ein Kind. Perseus lächelt ihn an, versucht einige Schritte zu machen und fällt seinem Großvater vor die Füße. Danae versucht in panischer Angst zu erklären, dass es nicht ihre Schuld sei, dass Zeus in Gestalt des Regens dieses Kind gezeugt habe. Zeus? Akrisios glaubt ihr kein Wort. Er schaut zu der Gouvernante. Sie muss einen Mann in das Gefängnis gelassen haben. Wutentbrannt lässt Akrisios die Arme enthaupten und mit ihr die Wächter, die die Gefangenen bewachen sollten. Doch das ändert nichts an dem Problem. Was soll er mit Danae und dem Baby machen? Akrisios hält es für das Beste, ihr Schicksal den Göttern zu überlassen. Sollen sie sich darum kümmern? Er lässt den begabtesten Schreiner im Königreich eine große Holzkiste bauen. Als sie fertig ist, schließt er Danae und Perseus darin ein und setzt sie dem Ozean aus. Diesmal bilden nicht nur vier Wände ihr Gefängnis, sondern das weite, offene Meer. Von den Wellen hin und her geworfen, treibt die Kiste dahin. Diese Nussschale hätte tausendmal sinken können, aber Zeus wacht über seinen Sohn. Schließlich landet die Kiste am Ufer der kleinen Felseninsel Seriphos. Ein Fischer bemerkt sie. Aber es ist nicht irgendein Fischer. Er heißt Dictys und ist königlicher Abstammung. Dictys birgt die Kiste und entdeckt darin Danae und Perseus. Betört von der Schönheit der jungen Frau, beschließt der Fischer, Mutter und Kind wie Familienmitglieder aufzunehmen. Jahre vergehen. Aus Perseus ist ein starker und mutiger junger Mann geworden. Eines Morgens begegnet der Herrscher der Insel, Polydektes, ein infamer Tyrann, Danae an einer Wegbiegung. Er verliebt sich sofort in sie. In Polydektes lodert eine rasende Leidenschaft. Er ist von Danae besessen.
Doch er weiß, dass seine Gefühle nicht erwidert werden und dass Perseus ihn zerfleischen würde, wenn er versuchen sollte, Danae mit Gewalt an sich zu binden. Deshalb überlegt er sich eine List, um Mutter und Sohn zu trennen. Ein Bankett. Polydektes organisiert ein Festessen. Und er hat einen guten Vorwand. Seine Hochzeit mit einer ausländischen Prinzessin namens Hippodameia. Alle sind eingeladen. Und jeder junge Edelmann soll seine Freundschaft bekunden, indem er der künftigen Gemahlin teure Geschenke macht. Am besten Pferde oder gleich ein ganzer Stall, denn die junge Frau sei eine begeisterte Reiterin. Und du, wendet er sich an Perseus, du, der du nicht mal dein Hemd dein eigen nennst, was schenkst du mir? Du kannst nicht mit leeren Händen zu meinem Bankett erscheinen. Pikiert antwortet Perseus, er würde jeden Wunsch erfüllen. Jeden? Großartig. Ich will den Kopf der Gorgone. Den Kopf der Gorgone. Es gibt im ganzen Universum nicht einen, der dazu imstande wäre. Perseus kann das nur ablehnen. Aber nein, er willigt ein. Den Anwesenden stockt der Atem. Perseus ist verrückt. Er weiß nicht, was für ein schreckliches Monster das ist, die Gorgone. In Wirklichkeit gibt es nicht eine, sondern drei Gorgonen. Drei Schwestern, Steno, Euryale und Medusa. Die ersten beiden sind unsterblich. Nur die dritte, Medusa, könnte besiegt werden. Vor langer Zeit waren die Gorgonen drei junge Frauen von sagenumwobener Schönheit. Die Göttin Athene verwandelte sie in schreckliche Gestalten, weil sie es gewagt hatten, Athene herauszufordern. Die Gorgonen sind grausige Kreaturen. An ihren Schultern haben sie goldene Flügel. Schlangen bilden ihr Haar und ihr bloßer Blick kann tödlich sein. Jeder, der es wagt, sie anzuschauen, erstarrt zu Stein. Polydektes ist begeistert. Dieser kleine Aufschneider stellt sich selbst die Falle. Nur weiß Polydektes nichts von der Abstammung des jungen Mannes, dass er der Sohn des Zeus ist und darüber hinaus die Sympathie zahlreicher Gottheiten genießt, vor allem von Hermes und Athene. Nun sieht Athene eine Gelegenheit, durch Perseus ihre Rache an den Gorgonen zu vollenden. Perseus läuft drauf los. Er hat nicht die leiseste Ahnung, wo sich die Medusa versteckt und auch nicht, wie er sie bekämpfen soll. In dem Moment taucht Hermes auf. Hermes, der Götterbote und ein Sohn des Zeus. Hermes gibt Perseus einen silbernen Schild, ein Geschenk der Göttin Athene. Er leiht Perseus seine geflügelten Sandalen, dann reicht er ihm einen Beutel, wie Jäger sie für die erlegte Beute benutzen. Und zusätzlich, als letztes Geschenk, die Harpe, eine stählerne Sichel, die jedes Material durchtrennen kann. Hermes schickt Perseus zu einer Höhle, in der drei Hexen leben, bekannt als die drei Graien. Die Graien sind die Schwestern der Gorgonen und von gleicher Abscheulichkeit. Nur sie wissen, wo sich Medusa versteckt. Doch noch nie hat sich jemand in ihre stinkende Höhle gewagt. Denn die Graien sehen grässlich aus. Angeblich sind sie schon als Greisinnen zur Welt gekommen. Ihre Gesichter sind voller Falten und Furchen. Die gelbliche Haut ist zerknittert wie altes Pergament.
Am erstaunlichsten aber ist, dass sie nur ein einziges Auge haben, welches sie reihum benutzen, und auch nur einen Zahn, mit dem sie ihre Besucher verspeisen. Hermes zeigt mit einem Finger nach Westen. Anders als die Gorgonen, die jenseits des Ozeans leben, außerhalb der Grenzen der Welt, an den Toren der Nacht, leben die Graien in dieser Welt. Die geflügelten Sandalen tragen Perseus über den Himmel. Er lässt sich führen und steht schon bald am Eingang der Grotte der drei Schwestern. Nun muss der Sohn des Zeus sehr genau aufpassen. Denn in dem Moment, in dem die eine das Auge an eine der anderen weiterreicht, muss Perseus, bevor die es in die Hand nimmt, blitzschnell danach greifen. Perseus wartet geduldig. Und als eine Kreatur der anderen das Auge reicht, ergreift er es und gleich danach auch den Zahn. Die Graien toben vor Wut. Sie sind nun blind und zahnlos. Sie sind ein Nichts. Die Graien flehen Perseus an, wollen alles tun, sagen sie, wenn er ihnen das Auge und den Zahn zurückgäbe. Perseus fordert sie auf, ihm den Aufenthaltsort der Gorgonen zu verraten und den Weg dorthin. Sie sind sofort dazu bereit. So fliegt der Sohn der Danae und des Zeus zu der windigen Insel, auf der die Ungeheuer leben. Überall zeugen Statuen von den glücklosen Kriegern, die versucht haben, den Gorgonen die Stirn zu bieten. In ihren Blicken liegt noch immer das nackte Entsetzen. Da sind sie, die Gorgonen. Sie schlafen. Perseus steht vor dem Problem, Medusa den Kopf abzuschneiden, ohne ihr dabei ins Gesicht zu sehen. Das scheint unmöglich. Es ist Athene, die ihm die Lösung zuflüstert. Perseus steckt den großen silbernen Schild, den ihm die Göttin geschenkt hatte, in den Boden und benutzt ihn als Spiegel, genauer gesagt als Rückspiegel. Als sich Medusas schreckliche, wie Mondsteine funkelnde Augen auf ihn richten, positioniert Perseus den Schild so, dass sich sein Blick und der der Gorgone nicht treffen. Medusa ist ganz nah, nur einen Hauch entfernt. Perseus hebt seine Sichel und trennt dem Monster den Kopf ab. Mit einem furchtbaren Zischen bricht Medusa zusammen. Perseus stopft den Kopf der Gorgone in seinen Beutel und läuft schnell raus aus der Höhle. Auf dem Rückweg zur Insel des Polydektes erblickt Perseus plötzlich eine junge, an einen Felsen gekettete Frau. Es ist Andromeda, die Tochter der Königin Cassiopeia. Sie soll einem Seeungeheuer geopfert werden, das die Gegend heimsucht, seit Cassiopeia so töricht war, zu behaupten, sie sei schöner als alle Nymphen des Ozeans. Um das vom aufgebrachten Poseidon geschickte Ungeheuer zu besänftigen, sollte Cassiopeia, so der Rat eines Orakels, die eigene Tochter opfern, die unschuldige Andromeda. Die Ärmste wimmert, ihr Klagen steigt bis zu Perseus hinauf. Er hört es, er sieht sie und ist sofort von ihrer Schönheit hingerissen. Er kann sie nicht ihrem Schicksal überlassen.
Perseus sucht Königin Kassiopeia auf und verspricht ihr, die Tochter zu befreien, wenn er sie zur Frau bekäme. Kassiopeia ist einverstanden. Sofort kehrt Perseus zu dem Ort zurück, an dem Andromeda inmitten der Fluten an den Felsen gefesselt ist. Es ist höchste Zeit, denn schon stürmt das Ungeheuer durch die Wellen auf die arme Andromeda zu. Und wiederum ist ein Blick alles entscheidend. Perseus denkt an Athenes Rat und stellt sich so zwischen die Sonne und das Meer, dass sein Schatten aufs Wasser fällt. Genau ins Blickfeld der Bestie. Als sie den Schatten sieht, der sich vor ihr bewegt, hält sie den für ihre Beute. Das Ungeheuer stürzt sich auf den Schatten. Und im selben Moment schnellt Perseus vom Himmel herab und tötet es. Andromeda ist gerettet. Perseus nimmt seinen Beutel mit dem Gorgonenhaupt und kehrt zusammen mit Andromeda nach Seriphos zurück. Kaum dort angekommen, erfährt er, dass der infame Polydektes nie vorhatte, eine andere zu heiraten als Danae. Er hatte Perseus Abwesenheit genutzt und dessen Mutter fortwährend bedrängt. Zum Glück fand Danae Zuflucht im Tempel der Göttin Hera. Perseus gibt Andromeda in Dictys Obhut. Er geht allein zum Hof von König Polydektes. Er läuft durch die Gänge und tritt in den Saal, in dem Polydektes und sein Hofstaat bei einem Festmahl sitzen. Als Perseus erscheint, wird es still. Polydektes starrt ihn entgeistert an. Perseus geht auf ihn zu. Er fixiert ihn, ohne ein Wort zu sagen. Dann öffnet er seinen Beutel und holt den Kopf der Medusa heraus. Langsam hebt er ihn hoch, sorgsam ihrem Blick ausweichend. Im Nu erstarren sämtliche Gäste, Polydektes allen voran, zu Stein. Perseus steckt den Kopf wieder in seinen Beutel und geht. Zurück bleibt eine versteinerte Welt. Doch damit nicht genug. Da ist noch sein Großvater, König Akrisios. Perseus weiß, dass ihn Akrisios in eine Kiste gesperrt und den Wellen ausgesetzt hat, weil er fürchtete, durch Perseus Hand zu sterben. Er nimmt es ihm nicht übel. Im Gegenteil. Perseus will zu ihm und ihm sagen, dass er ihm verzeiht. Er macht sich auf den Weg nach Argos. Leider kommt Perseus zu spät. Als er von den Heldentaten seines Enkels erfahren hat und dass dieser auf dem Weg zu seinem Königreich ist, hat Akrisios die Flucht ergriffen. Doch letztlich entscheidet das Schicksal, wann der Vorhang fällt. Einige Tage nach seiner Ankunft in Argos nimmt Perseus an Wettkämpfen teil, die ihm zu Ehren veranstaltet werden. Es kommt zum Diskuswerfen. Die Menschen stehen dicht gedrängt. In der Menge versteckt ein Greis mit grauem Bart. Perseus wirft seinen Diskus. Genau in diesem Moment reißt ein heftiger Windstoß ihn aus seiner Flugbahn. Mit voller Wucht trifft er den alten Mann und tötet ihn auf der Stelle. Es war Akrisios, der König von Argos, Perseus' Großvater.
Das Orakel von Delphi hat wieder einmal über alle Versuche der Menschen obsiegt, es Lügen zu strafen.